In Berlin steht mit Luise Schröder eine Frau an der Spitze der Stadtverwaltung. In der Politik sind Frauen sonst selten zu finden. Im Parlamentarischen Rat, der eine Verfassung für Deutschland ausarbeiten soll, sitzen nur 4 Frauen. Vor allem Elisabeth Selbert sorgt für einen entscheidenden Artikel im Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Jetzt kommt es darauf an, diese Gleichberechtigung auch durchzusetzen. Frauen bleiben im Bundestag nur in geringer Zahl vertreten. Nach den Sitzungen sieht man sie dafür umso häufiger.